Unsere Nahrungsvorräte schwinden, Herr. So, jetzt können wir von den Steinen wieder zurückgehen. Jetzt können wir hoffen, dass die Bäckereien rechtzeitig loslaufen. Sag mal, wo kommst denn du her? Bögen werden singen. Alter, was hat der hier Belagerungsgeräte aufgestellt, die Sau? Ah, wir haben gerade Einzelproduktion, aber so verkehrt finde ich das gar nicht. Alter, ja genau. Oh, na, die besetzt waren. Ich hasse euch. Boah, was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Gerade jetzt, wo ich mit der Beliebtheit spüle. So wie mit Priel. Auf sie! Na los! Nein! Och komm, du Scheißteil! Waffenbrüder, bereit! So viel zum Thema, wir fangen jetzt mal besser an. Läuft ja bis jetzt wunderbar, nicht wahr? Tatsache, das Ding bringt Ehre. War Ehre, oder? War Ehre. Alter. Ihr seid doch alle Hoden. Ah, verflucht! Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering. Wir werden Scheiße! Jetzt hauen die Leute ab. Wie soll ich die jetzt so schnell wieder reinbekommen? Die Leute verlassen die Burg. Mann, dieser Schuss auf die Bäckereien hätte jetzt echt nicht sein müssen. Das war wirklich der Abschuss im wahrsten Sinne des Wortes. Blöden Penner. Das könnte alles gut laufen. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, Herr. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Mann. Nee, ganz ehrlich. Da müssen wir wirklich ehrlich sein, das Ding können wir nochmal neu starten. Das hat's uns jetzt versaut. Das hat's uns jetzt versaut, dass da diese scheiß Belagerungscamp auf einmal war. Ihr müsst ein Das hat's uns echt ruiniert. Mehr. Ansonsten lief's ja eigentlich echt gut. Aber die Kacke hat's echt versaut. Was mache ich denn? Ja, das müssen wir nicht. Okay, Konzentration. Nicht überschnell handeln aus Frust oder sonst irgendwas. Einfach. Junge, du willst das Ding nach unten. Nach unten. Richtig, genau so. Mann, oh Mann, ey. Mach ich den Fehler einfach nochmal. Warum auch nicht? Leute kommen auf die Burg. Kommt lieber in der Burg. Ich brauche mehr Bevölkerung. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt hier... Lustig. Vielleicht wäre ein bisschen Übergangsnahrung doch gar keine so schlechte Idee. Jetzt nur mit Getreide anzufangen, ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber ganz halsbringend ist es auch nicht. So beispielsweise jetzt hier eine Hühnerfarm nehmen halt wenig Platz weg, die kriegen wir ja reingequetscht. Ich glaube, Hühnerfarmen waren gar nicht so verkehrt. Holen wir uns ein paar Chicks. Reiß mal ein paar Chicks auf, sehen wir mal, wie man so ein Hühnchen in der Mitte so rupft. Ja, hat das irgendwie falsch verstanden, der Typ. Aber okay. Dass die Peter mitkriegt. Wir werden angegriffen! Ja, da kommen wieder die ersten Bootskrieger von mir aus. Ich muss jetzt erst gucken, dass die Wirtschaft erstmal anfängt zu boomen. Ah, jetzt haben sich die Steuern angepasst. Derzeit lohnt es sich noch nicht, jetzt in die Vollen zu gehen. Ich warte mal, bis die Bevölkerung höher kommt. Ansonsten verbrauchen wir nur wertvolle Beliebtheit. Weil die ist gerade wirklich wertvoll. Genauso langsam, wie sie sinkt, steigt sie eben auch. Das ist der Nachteil. Komm, du gehst jetzt mal da hoch und machst jetzt eben mal schnell diese Einnahme da. Kannst du schnell genug zurück. Das ist... Was? Das Ding kann man auch einnehmen. Ich seh schon die Kommentare brennen, was das angeht.
Oder? Nö, kann man doch nicht einnehmen, oder? Dann ist ja gut. Zumindest ist mir nichts derart aufgefallen. Ihr müsst mir glauben. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, von mir aus. So, jetzt können wir ein bisschen höher gehen, weil wir jetzt mehr Leute haben. Und dann hole ich noch ein paar Häuser dazu, dass es schneller geht. Klar, fressen dann die Leute schneller. Nachteil, der wohl oder übel dabei entsteht. Aber ich denke mal, ich dürfte das halbwegs hinbekommen. Habe ich jetzt eigentlich... Nee. Das sah mir so aus, als hätte ich die Spielgeschwindigkeit erhöht. Das können wir gerade nicht gebrauchen. Was bekümmert euch, jetzt bauen die ihr Camp da oben auf. Interessant. Und da will er schon mit seinem Kacktribock wiederkommen. Unser beider Schicksal ist eines. Das mit den zwei Bäckereien war echt so gemein. Das war so eklig. Oh, ich habe gar nicht die Kaserne gebaut. Das muss ich auch noch machen. Ich habe so gebaut, dass es direkt hier anlag. Genau so. Sieht doch halbwegs hübsch aus. Dann die Waffenkammer ebenso ran. So. Okay, machen wir das Spielchen nochmal so. Das muss funktionieren, das wird funktionieren, das kann funktionieren, das soll funktionieren. Alles mit funktionieren. Mühle. Mühle, Mühle, Mühle. Mühle, Mühle, Mühle. Ja, das mit dem Fleisch funktioniert ganz gut. Wir sollten auch nicht darauf arbeiten, alle möglichen Nahrungsarten zu haben. Zwei reichen auch. Man muss es ja jetzt echt nicht so in die Vollen treiben. Ich bin es echt noch ein bisschen... Ich spiele die letzte Zeit ein bisschen Forest Village und bin von dem Spiel sehr begeistert. Da bin ich so gewohnt, alles mögliche an Nahrungsarten zu haben, weil es einen Vorteil bringt. Also hier, Life is Feudal, Forest Village. So in der Stilrichtung von Banished. Falls Leute das Spiel kennen. Oh fuck, ich hab's vergessen. War ja klar, es musste kommen, dass ich sowas vergesse. Komm, gehen wir hier wieder ein bisschen hoch. Alter, warum geht die Beliebtheit jetzt denn noch runter? Unsere kommt gefälligst zurück! Ich hasse euch! Unsere Nahrungsvorräte schwinden, Herr. Ich kriege leider keine extra Beliebtheit für zusätzliche. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Ja, ist okay. Komm, wir kaufen noch ein bisschen was dazu. Ich habe überlegt, ob ich jetzt die Holzfäller einstelle, aber jetzt geht's ja wieder. Es kommen Leute. Ah, jetzt haben wir 53, okay. Jetzt können wir wieder normal zurückstellen. Normale Ration. Normale Ration. Junge, nimm dein Gebiss wieder rein. So. Wir haben ja schon gut was an Mehl da, oder? Nein. Alles klar. Dann ist auch gut. Dann haben wir ja alle geschwätzt schon mal. Dann ist alles gut. Schön, dass wir uns verstehen. Penne. Jetzt kannst du, dass hier ein kleines bisschen mehr Produktion reinpasst. Apropos Produktion. Wir sollten echt mal mit den Waffen anfangen. Wir haben schon viel zu viel Zeit damit gelassen. Wir werden angegriffen. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Die Vorräte unseres Kornspeichers. Jetzt kommt endlich das erste Brot rein. Wunderbar. Jetzt können wir eigentlich tatsächlich auf halbe Ration stellen. Das ist doch eine super Idee, nicht wahr? Geht ja weg, ihr Hallo. So. Wisst ihr was? Ich speichere mal. Das könnte ich echt mal machen. Also, mein letzter Spielstand Ende 2013. War ich da überhaupt schon geboren?
Muss ich echt drüber nachdenken. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Tschü, 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 tschü. Wir müssen echt die Produktion ankurbeln, dass das dann richtig abgeht. Vor allem noch mehr Bogenschützen wegen Reichweite gerade. Das ist echt nicht verkehrt. Wisst ihr was? Ich fange den Angriff wieder da oben ab. Das hat letztes Mal gut funktioniert. Solange der Siegfried noch nicht kommt. Ich muss es erwähnen, oder? Das Geld könnte echt ein bisschen schneller kommen. Ich kann noch einen vierten Bäcker machen. Es wird sich rentieren. Aber auch Rentiere würden sich rentieren. Wir werden angegriffen! So. Zu, zu, zu. Ich mache jetzt einfach zu. Ich schätze mal, dass es so, so wird es hinhauen, dass wir noch eine Produktion hier reinbekommen. So. Ja, du kannst es auch einfach persönlich machen. Da habe ich meine Ritter sogar für den Riesen frei. Das ist ganz okay. Ey! Na, wartet. Euch mache ich platt. Ja, genau. Baut den Tribok hier auf. Das ist eine gute Idee. Vielleicht trefft ihr ja den Steinkreis. Ist das, weil ich den Steinkreis eingenommen habe? Wollen die den vielleicht irgendwie belagern? Lustig wäre es ja schon irgendwie. So, was... Oh, oh fuck, ich Idiot, hab kein Tor aus. Was sagt mir das denn keiner? Will die Schuld auf andere schieben, ne? Upsi. Ja, Mensch. Das war Absicht. Ich schwöre. So, Harnischmacher, die können ein bisschen weiter runter von mir aus. Obwohl, die müssen, brauchen ja eigentlich keinen Zugang zum Vorratslager. Die können eigentlich wirklich dahin. So. Hier können wir vielleicht später noch ein Tor hinzubauen. Und irgendwie so rausstehend oder so. Falls wir später Eisen machen wollen. Aber erstmal muss ich echt ohne Eisen zurechtkommen. Waffen benötigt, Sire. Eine Nachricht von Siegfried. Jetzt kommt er. Was für ein hässlicher Riese. Aber wenn wir das clever anstellen, können wir da auch wieder viel vorher abfangen. Wenn wir es clever anstellen. Das war's, wir sind verloren. Da haben wir schon gleich, da haben wir gleich schon den Krisenherd genannt. Na komm, machen wir noch die ein oder andere Chick-Farm. Zusätzlicher Steinbruch wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Dann gleich noch den zusätzlichen Armbrustmacher. Ich habe jetzt zweimal Bögen, zweimal Armbrust, oder? Diese Zeiten sind nicht gut für uns. Da hat er seine Kackriesen losgeschickt. Weißt du was? Du kriegst jetzt ein paar Ritter ins Gesicht. Oh, nein. Hör auf! Nimm das Ding weg! Nimm das Ding aus meinem Gesicht. Bitte? Ich brauche mehr Steine. Mein Schwert ist das eure. Diese blöden Angriffe von links immer. Ich folge eurem Banner. Sagt nur, was ich tun soll. Geht es in die Schlacht? Treibt die Pferde an. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Die Geschichte wartet. Marschieren wir? Wir werden angegriffen! Nach vorn! Das hätten wir. Wie schaut es da oben aus?
geht noch. Gut, okay. Und das mit den Harnischen funktioniert tatsächlich ohne irgendwas. Die werden einfach aus dem Nichts gezogen. Ist in Ordnung. Soll mir recht sein. Mit dem Brot haut es wunderbar hin. Dann würde ich tatsächlich den Weg gehen, noch mal ein Haus zu machen. Bereit für die Schlacht, Sire. Ja, komm, jetzt machen wir den nächsten Steinbruch. So, jetzt mal ein bisschen reinrattern. Dann können wir jetzt so langsam mal in die Eisenproduktion gehen. Das große Problem mit der Eisenproduktion ist eben Torhaus und so. Es sei denn, ich ändere das eben gerade ein bisschen um. Das kann ich immer machen. Die Bäckerei umplatziert. Dann schaut es nicht ganz so hässlich aus. So. Das Ding ist schon irgendwie... Ich habe es jetzt nicht genau per Auge abgemessen, aber es scheint symmetrisch zu sein, oder? Obwohl, der rechte ist, glaube ich, ein bisschen länger. Aber ganz ehrlich, das war eh nicht gewollt von mir, dass es symmetrisch wird. Symmetrische Bogen sind so eine Sache. Gut, in England hat man das gerne so gemacht. Da ist man gerne so mit Lineal und Zirkel hingegangen und hat gewisse Gebiete abgemessen und dann symmetrische Bogen hingeklatscht. Effektiver würde ich aber eher so die deutsche Bauweise nennen, wo die Bogen ans Gelände angepasst wurden und so effektiv genutzt wurden wie möglich. Wir sind bereit. Gehen in Stellung. Marsch! So. Haut ihm mal sein Boot um die Ohren. Einfach so das Boot nehmen und über den Kopf ziehen. Wir werden angegriffen! So, weil wenn wir das haben... Lass mal einfach mal draußen. Dann mache ich nämlich schon mal erste Streitkolbenkämpfer sogar. Die finde ich einfach nicht verkehrt, weil sie schön flexibel schnell sind. Das ist nicht zu vernachlässigen. Das Einzige, was da in der Geschwindigkeit und Flexibilität mithalten kann, sind Ritter. Und die kosten eben Schweine, Ehre und Geld. Und Ausrüstung. Einfach alles. So, boom, Junge. Boom. Sage ich dir. Weißt du was, ich gehe jetzt rein, mach die tot. Da kommen sie. Scheiße. Meine schönen Steinbrüche. Aber dafür habe ich mir jetzt extra die Ritter aufgespart. Deswegen wollte ich die ja persönlich töten. Gut, reißt ihre Gebäude nieder. Ich will doch meinen ersten Turm haben, ganz ehrlich. Ich glaube, ich kaufe den mir gleich. Also die Steine zumindest. So. Waffenschultern. Vorwärts. Wieso sah auf den ersten Blick so leicht aus? Auch nur ein Gegner, nur von oben. Ja, es wäre auch einfach, wäre das blöde Generve von links nicht. Na gut, dann wäre es auch wieder zu einfach. So, die kriegt ihr ja wohl, oder? Waffen benötigt, Sire. Gut, ein paar Holzfäller kaputt machen von mir aus. Wenn ihr euch danach besser fühlt. Bereit, Sire. Da gibt man ihnen Gleichberechtigung und wie danken sie es ein. Boote. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Da kommen sie. Schickt die Ritter. Die brauchen wir jetzt hier. Was bekümmert euch, Sire? Ich kümmere mich dann doch lieber um die ekligen Belagerungsgeräte auf dieser Seite. Unser beider Schicksal ist eines. Galoppiert! Reiten wir! Jetzt kommt noch mehr Zeug. Waffen benötigt, Sire? Mein Schwert ist das eure. Ach, solange wir hier links noch die Gegner abgehalten bekommen, bin ich eigentlich ganz glücklich.
Problem, was ich gerade sehe, ist, ja komm, wir machen mal zumindest die Zeit auf doppelt. Wir brauchen irgendwie mal wieder mehr Beliebtheitspuffer. Beginnt die Belagerung. Komm, ich schaffe es doch bestimmt, euch zu flankieren. Mit dem König. Ist überhaupt nicht riskant oder so. Wir werden angegriffen. Waffen benötigt, Sire. Einmal schön außenrum. Unsere Feinde greifen alle unsere Länder rein an, my Lord. Jetzt muss ich bloß weg irgendwie. Mein Königreich für ein Pferd. Obwohl, das Königreich möchte ich behalten, aber das Pferd nehme ich trotzdem. Scheiße! Lauf! Ist der Kacke lahm. So wie die laufen, so lange sind, wie sie laufen und den Stil, wie sie laufen, könnte man meinen, dass ihre Plattenhose im Schnitt irgendwie total falsch geschmiedet wurde. Total in die Breite geht einfach. So die Beinenden, die gehen so links und rechts einfach raus, anstatt nach unten. So und einfach laufen die auch. Oder die haben alle, sind alle im Ghetto aufgewachsen und haben gelernt, dass das der coole Schritt ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, der coole Schritt. Stronghold Crusader-Musik, what the fuck. Wir haben verloren! Blast zum Rückzug! Ah, ich merke gerade, das liegt hauptsächlich noch mit einem Getreide. Schaut es aus? Mit Nahrung? Hey, die haut sogar noch hin. Können wir sogar den Spaß machen. Spaß. So, Holzfäller wieder bauen. Jetzt müssen wir alles wieder aufbauen. Das passt da nicht. Aber wenigstens haben wir hier links schon mal wieder ein bisschen Pause erkauft. Und schnell, 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 schnell. Das passt da nicht hin, mein Lord. Ey. Hier ist noch alles da, hier ist noch alles da, hier passt das auch noch. Die Teilsmine haben sie komplett in Ruhe gelassen. Was ist hier kaputt gegangen? Ein Armbrustmacher. Das ist schlecht. Den brauche ich noch. Gib mir mehr Brüste. Und Arme wären auch nicht verkehrt. Ja, Sire. Aber vorrangig erstmal die Brüste. Ähnlich dachte Gott wahrscheinlich beim Erschaffen einfach so. Männlein, Weiblein. Was machen wir so an die Frau ran? Erstmal die Brüste. einfach so mit dem Kopf angefangen, dann Torso, dann die Brüste und dann, ich glaube, arme Beine wären auch nicht schlecht. So die Prioritätsliste. Doch nochmal zurück. Auf die Plätze! So, alle mal schnell hoch und schießen. Vor allem diese blöden Ballisten dürfen nicht näher ran. So, und das Ding hier. Die Bootskrieger machen ja eh nicht so viel Schlimmes. Hoffe ich. Eure Beliebtheit Wir werden angegriffen! Eure Beliebtheit stagniert, eure Lordschaft. Eure Beliebtheit stinkt. What? Zack, zack. Achtung! Hier geht mal runter. Ich sehe bei mehr Armbrustschützen hier drauf. Unsere Sehnen sind gewachst. So. Prüft die Waffen! Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Na los doch! Sir! Los, ihr los. Geht mal alle da hoch. Ihr bleibt hier drauf. Soldaten, die Welle. Eine Nachricht von Siegfried. Beginnt die Belagerung. Soldaten, die Welle. Wenn er das so sagt, dann möchte er die Begrüßung hören. Ich hab da bestimmt alle mal die Welle gesehen oder den Film. Ihr sollt alle das Wellensymbol machen, Mann. Sagt nur, was ich tun soll. Geht es in die Schlacht? Gebt ihr noch den Tribok? Ich hätte gern den Tribok kaputt. Leute, komm, dann mach wenigstens das Ding hier. Die Geschichte wartet. Marschieren wir? Jetzt kriegen wir das halbwegs gut hin. Ich bin beeindruckt. Mein nobler Herr. Wenn der jetzt die Mühle kaputt gemacht hat, er so gezielt. Also voll das Sniper drüber.
Oh, schönen Nachmittag. Der Steinregen ist heute aber wieder sehr schön. Wie sie alle voll auf meinen König abfahren. Jawohl. Und weg. Lauf, Junge. Lauf. Alter. Alter, machen die Schaden. Warum nimmt er so viel Schaden? Es darf nicht wahr sein. Es ist doch... Das letzte Mal, als wir gespeichert haben, war es sehr weit vorne, oder? Ja. Alter, warum nimmt er so viel? Auf dem Bergfried hat er 5 Jahre überlebt, aber Hauptsache... sowas regt mich auf. Aber wir können ein bisschen was lernen. Wir können ein bisschen was lernen. Das passt da nicht hin, mein Wir können was lernen draus. Wir können was draus lernen. Wir sollten den nicht einfach so aggressiv... Hat aber lang genug geklappt. Alter, kam noch nicht mal der erste Brutskriegerangriff. Ernsthaft. Tatsache. Krass. Da wird man ein Stück zurückgeworfen, aber ganz ehrlich... Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Wir haben aber schon... Doch, den ersten Bootskriegerangriff haben wir doch bestimmt schon abgewehrt. Waffen benötigt, Sire. Wir haben bloß noch nicht die ersten Truppen gebaut. Die ersten Waffenproduktionen haben wir auch schon hingestellt. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Eine Nachricht von Siegfried. Diese Zeiten sind nicht gut für uns. Diese Zeit, nix gut.